Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Per Aspera oder Aspera. Wir haben schon echt was gebaut, ne? Also wenn man sich das mal so anguckt, ist das schon wirklich, wirklich viel mittlerweile geworden, ne? Also es ist, wenn man überlegt, wo wir mal angefangen haben, ne? Hier irgendwie so als kleine Station mittendrin irgendwo und plötzlich, siehe da, haben wir eine riesige Station mit einem sehr ausgeklügelten Straßensystem. Wir bauen gerade einen Drohnenstock, wissen aber noch überhaupt nicht, ob wir die versorgen können. Grundsätzlich haben wir aber mal alles jetzt getan, um diese Drohnenstocks zu bauen. Wir gucken mal und werden uns jetzt genau anschauen, inwieweit diese dann auch mit Drohnen versorgt werden können. Eine Kampfdrohnenfabrik haben wir noch nicht. Ah, und der Forschungsaußenposten ist fertig. Heute haben wir den Perseverance Rover gefunden. Dieser kleine Roboter besaß einen Bohrer, um Kernbohrungen vorzunehmen. Und nach Anzeichen mikrobischen, ich kann nicht mehr lesen, ne? Mikrobischen Lebens zu suchen. Mensch, man könnte sagen, er ist ein alter Kollege von mir. Ich gehöre dem geochemischen Team an und mein Job besteht ebenfalls darin, die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Marsbodens zu messen. Die Aufzeichnungen verraten nichts darüber, ob der Perseverance seinerzeit irgendwelche Anzeichen für Leben auf dem Mars gefunden hat. Ich schätze, der Planet weiß, wie er Geheimnisse für sich behält. Der Rest war dann sauber hier. Mensch, kann nicht mehr sprechen. So, haben wir denn eigentlich schon, ich weiß schon gar nicht mehr, muss ich jetzt ehrlich gestehen, haben wir eine Kampfdrohnenfabrik gebaut? Ja oder nein? Wir haben nur Drohnenstocks gebaut, ne? Weil Arbeiterfabrik ist mal das eine. Okay, das haben wir aber gebaut. Also Drohnenstocks haben wir, aber forsche die Kampfdrohnenfabrik. Ah, okay. Das ist das Thema. Ich soll das erforschen. Ach, das machen wir auch gerade. Perfekt. Bin eigentlich richtig gelesen. Von der Temperatur her sind wir natürlich so warm wie noch nie, haben wir auch festgestellt. Stellt verbesserte Kampfdrohnen aus Maschinenteilen und elektronischen Schaltkreisen her. Militär, wir gucken mal. Ja, hier nochmal forschen. Machen wir auch. Stufe 1. So, und jetzt können wir eben hier auch eine Kampfdrohnenfabrik bauen. Die sollte im besten Fall im Netz sein und vielleicht auch... Ja, wenn wir es jetzt dahin bauen, das ist tatsächlich zu weit weg, glaube ich sogar, ne? Wenn wir es jetzt hier irgendwo zentral bauen, macht das, glaube ich, mehr Sinn. I will need to improve my military technology for the protection of this mission. Gott sei Dank haben wir schon die Teile, Elektronik und auch Maschinen haben wir, also hier die Teile haben wir beides schon aufgerüstet. Aber vielleicht sollten wir tatsächlich noch eine Teilefabrik bauen. In die Nähe. Und vielleicht auch noch eine Elektronikfabrik. Werten wir auch mal diese Teile hier auf. Dann wäre es eigentlich auch noch sinnvoll, hier irgendwo in die Nähe, was ich jetzt mal sehe. Also das ist jetzt hier fertig gebaut, ne? Haben wir noch eine Batterie hingebaut. Solarfarm. Hier noch ein Kernkraftwerk. Das sollte auf jeden Fall zügig fertig werden, weil diese Teile, diese Drohnengeschichten, verbrauchen ganz schön viel Energie. Das ist das Thema. Hi Amy, I wanted to talk to you about a special project. Is this a good time? Ja, erzähl mal. Of course, Elia. I would be great. I've been carefully monitoring the colonists' mental state since we arrived.
You'd think the hardest part of coming here would be missing friends and family back home. But actually, it's the constant confinement. Between the habitats and the spacesuits, we're all feeling closed in. Too long like this, and I'm afraid we'll end up succumbing to hysteria like the Kosmicheski Moloch crew. The engineers alerted me to a method of raising the atmospheric pressure of Mars quickly, so we can eventually go outside without our suits. We can build a special rocket to aerobrake an iced methane asteroid into the atmosphere. It's a reliable way to import CO2 and thicken the atmosphere. We'd get to 300 millibars in no time. What do you think? The colonists want to give it a try. I'll create a new directive for you, so you can begin the project, okay? It'd really help the morale around. Das war ja das, was wir auch schon geforscht hatten. Elia, ne? Out. Eine Atmosphärenbremsung. Ja. Können wir es zuweisen? Da bin ich mal wirklich gespannt, wie das so wird. Was ist eigentlich mit dem Schirm der Spiegelanlage? Eigentlich brauchen wir die ja gar nicht mehr, oder? Das war ja mal ursprünglich dafür da, um die Pole zu erwärmen, aber ich... Ja, okay, sie werden trotzdem erwärmt. Ich meine, das Wasser da drunter ist ja noch gefroren bei minus 44 Grad, die wir nun mal gerade haben. Ja. 43,54 war bisher die höchste Temperatur. Ozon. Ist relativ gering. Weltraumspiegel. Bündeln das Sonnenlicht. 4,67 Grad bei raus. Also es ist immer noch dabei. Okay. Treibhausgase haben wir noch keine. Ne? Also CO2 könnten wir jetzt erhöhen, haben wir gehört. Durch die Desintegration von von Asteroiden. Eine Bremsung. Wieso kann ich das denn jetzt gerade nicht auf... Wieso kann ich das jetzt gerade nicht... hier wird erst noch gebaut. Es ist immer noch nicht fertig. Aha. Ja gut, okay. Dann wundert mich das auch nicht, dass die Gebäude hier kaputt gehen. 8%. Oha, das sollte schnell fertig werden. Sein, dass wir hier so wenig Stahl nur noch haben anscheinend. Sind wir schon wieder bei Stahl hängen. Jetzt der erste. Eins. Mehr. This shielding technology will automatically update in all my drones. It is amazing what a software update can do. Na komm. Noch mehr Stahl. Zwei. Ah, wird schon gebaut. Perfekt. Okay. Das geht ja gar nicht hier, ne? Aber jetzt stehen die auch schon hier als gewartet oder werden demnächst gewartet. Ist gut. Ja, wir müssen hin und wieder noch einen Blick hier auch auf die ganzen Sachen richten, weil es dann doch, wenn man nicht oft genug hinschaut, irgendwo natürlich zu einem Asteroidenabgang kommen kann. Und alles sieht man auch nicht immer. Und je größer alles wird, desto schwieriger wird es natürlich, das Ganze auch im Überblick zu behalten. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob der die hier noch... Ja, das ist alles klar. Es wird alles noch gerettet. Perfekt.
Das wäre jetzt auch wirklich doof gewesen. Hier sind immer noch Sachen nicht fertig, ne? Weil Stahl anscheinend wirklich so eine knappe Ressource ist. Wir haben nur 3. Umzeichen, ne? Wo wir genug Eisen produzieren, das ist es nicht. Ja, wir haben es auch relativ zentral hier gemacht. Das war ja auch der Sinn dahinter, dass wir gesagt haben... zentrale Versorgungen, damit es eben hier in den Süden und in den Norden transportiert werden kann. Wir haben sehr, sehr solide Energiezufuhr gerade mit plus 220. Die Drohnen-Stocks sind soweit fast alle fertig. Es gibt dafür leider nur keine Übersicht, ne? Also das wäre noch cool, wenn sie das auch noch eingeführt... Doch, hier, Kampf. Ah, okay. Perfekt, okay. Hier fehlt noch eine Drohnenstock. Hier, aber hier werden die noch gebaut, wie wir sehen. Nur hier ist keiner. Verstanden. Da könnte man jetzt noch was bauen, wenn man das denn wollte. Könnte man hier noch so eins hinbauen. Blutzone. Nahrung nimmt wieder zu. Da hatten wir ja auch noch Probleme. Das haben wir aber mittlerweile in den Griff bekommen. Eis. Oh, was ist fertig geworden? Ich denke mal, dass der jetzt desintegriert wird. Sonst wären wir jetzt hier nicht auf dem Menü. Wir sollen uns das live anschauen. Sialnei. Ich denke mal nicht, dass das animiert ist, aber so. Jetzt wird's fertig. Sozialprojekt abgeschlossen. Können jetzt theoretisch noch einen desintegrieren, ne? So verstehe ich das, oder? Nee, aktuell haben wir... Das ist es gewesen. Dann gehen wir mal wieder zurück. So, mal schauen, inwieweit der Druck jetzt tatsächlich dadurch erhöht wird. Es war ja die Rede davon, dass wir so sehr, 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 sehr schnell das Thema 300 Millibar erreichen sollen, was natürlich wichtig wäre, um draußen ohne Raumanzüge durchlaufen zu können. Da rumlaufen zu können, das wäre schon mal ein Thema. Wir sind auf 34,6 Grad. Minus. Ist aber an sich jetzt erstmal eine gute Nachricht ist. Wir bauen auch gerade gar nicht allzu viel, aber die Desintegration hat uns hier schon mal, oder bringt uns gerade bedeutend näher an das Thema des Drucks heran. Das mit den Spiegeln läuft ja weiter und weiter, das Projekt. Nicht in Betrieb. Ah, wir müssen mal wieder, wartet mal, wir müssten mal wieder das anschauen. Aber das... So, hier. Das hat keine Ressourcen mehr. Das hat 0. Haben wir gerade gesehen, ne? War das so? 0, ja, genau. Dann können wir das abreißen. Hier wird immer noch gebaut. Hier wird auch noch gebaut. Achso, okay. Das passt alles soweit. Ich bin manchmal so ein bisschen
verzweifelt am Schauen, wie ich denn am ehesten rausbekomme. Ich meine, ja, das ist eine Übersicht, die ist sehr hilfreich, ne? Das hilft auf jeden Fall. Aber es hilft euch jetzt nicht unmittelbar. Ich meine, so mit der Übersicht sieht man schon eine ganze Menge. So müsst ihr aber wirklich durchgängig schauen. Stahlfabrik. Hier sind noch genug. Ja, es war jetzt gerade auffällig bei der, dass die irgendwie nicht mehr in Betrieb ist. Der Eisbohrer hier, der wird auch noch gebaut. Ja, gebaut. Die wird auch noch gebaut. Die Relaisstation wird auch noch gebaut. Okay. Die Chemiefabrik hier kann abgebaut werden. Ist alle. Kampfdrohnenschilde. Verbessert die Schilde aller Kampfdrohnen. Das haben wir abgeschlossen. So, jetzt mal. Ah, da können wir, guck mal hier, aus Europa, also von einem der Monde, können wir dann theoretisch sogar Eis importieren. Hier könnten wir Treibhausgase von der Erde importieren. Auch interessant. Macht vielleicht mehr Sinn, als sie selber zu produzieren. Import kann ich eher stoppen als Produktion. Denke ich mir dann immer so. Mal hier noch machen, Wasserversorgungsnetz. Da bin ich halt auch noch skeptisch, ob wir das brauchen. Hochentwickelte Kolonie könnten wir noch machen. Können wir gegebenenfalls die, die wir haben, aufrüsten. Können wir eh schon aufrüsten, machen wir auch. 3. Hier. 5. So, lass noch bauen. Ansonsten haben wir keine mehr, ne? Stahl ist echt kritisch. So, hier Überschuss von 3,2. Oder beziehungsweise vielleicht lese ich es auch falsch, aber müsste mal schauen. Wir produzieren 6,4 Produktion, die liegt hier. Die Nachfrage, die liegt da. Das heißt, wir müssten eigentlich ja mehr produzieren, als dass wir verbrauchen. Und trotzdem geht es ins Negative, dann liegt es aber doch am Bedarf oder eben an der mangelnden Produktion. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir die Nahrungsmittelfabriken als erstes aufgerüstet. Das war uns sehr, sehr wichtig. Ah, okay, ich kann jetzt hier Schwärme auswählen. Der nächste in Betrieb gegangen, hat aber noch keinen Schwarm. Frag mich zwar immer noch, gegen wen wir uns verteidigen müssen, weil es noch nicht so ganz klar geworden ist, aber ich denke mal, wir haben schon eine ganz gute Verteidigung aufgebaut. Zahlen darüber stehen wohl für die Schwärme. Large colonies will allow for efficient use of space and resources, but it will require a better supply chain. Ich meine, wir haben 5 Lebensmittelfabriken, ne?
Gründe haben wir ja immer genug. Beispiel hier. Weil gerade welches eingespeichert Nahrung. Dann sieht Ressourcen. Noch eine Relaisstation. Ja, es geht gerade gar nicht mal unbedingt so stark um das Thema der Ausweitung, sondern ich glaube, es geht vielmehr gerade darum, dass wir im Wesentlichen die Ressourcen einigermaßen in den Griff bekommen. Ob jetzt Glas zu wenig ist, ist uns egal, aber die Produktion beim Lebensmittel passt nicht. Mars ist so anders mit den Kolonien. Humankind ist endlich seine permanenten Settlungen auf Mars. Ich frage mich, was diesen desolaten Planeten von mir separiert. From me. Strom ist auch schon wieder eng, mein Gott. Jetzt sind wir schon wieder im Plus. Man schwankt es ja auch gerade mit den Solarkraftwerken. Wir kennen das Spielchen. Jetzt sich auch einiges noch gebaut. Das kann natürlich auch die Energie nochmal beeinflussen. Jetzt ist es auf 95%. Das ist eigentlich mehr als genug. Bauen vielleicht noch eins hin. Ab, aber warum baut er denn so wenig Nahrung auf? Das ist die Kurve hier. Mögliche Produktion. Produktion. Aber warum im Monat, warum produziert er so wenig? Warum ist die Effizienz so niedrig? Haben wir zu wenig Arbeiter? Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Brauchen wir noch viel mehr Relaisstationen? Das muss ja die Konsequenz dann daraus sein. What defines Mars as a planet versus myself as an entity? We both have a physical body, but the difference is I am conscious of my existence, whereas Mars is not. Hochentwickelte Kolonien freigeschaltet. Stofffabrik. Ja, für mich wäre gerade mal wichtiger Tatsache. Loop. Feindselige Kräfte nähern sich. Amy, help! Something's attacking the colonies. Hurry! An attack?
By whom? I don't know. So, die befinden sich auf jeden Fall auf dem Weg. We must be facing sabotage. Between this and the system failures from before, that is the only explanation. I am executing an end-to-end analysis and will initiate maintenance. Not now. I need assault drones dispatched immediately. Can you identify who's attacking us? Negative. I cannot identify the enemy. But it appears the drones are coming from SA-1. Hey, da kommen noch welche. Roger. Now hurry with those assault drones. We won't last long defending ourselves. Ich habe das Gefühl, die müssen nur hier in den Radius kommen, dann werden die schon attackiert. Ist jetzt kein so tiefgehendes Kampfsystem. Ich habe nur das Gefühl, dass wenn ich hier das unterstütze, dass es mehr, also dass es schneller geht. Wir gucken jetzt mal, wenn die hier wieder reinkommen, weil diese zwei würden jetzt gegen 22, wäre es ja eigentlich kein Thema. Aber dadurch, dass ich die jetzt hier unterstütze, sind es noch 17. Ja, das mag auch nur meine Wahrnehmung sein, aber keine Ahnung, was das überhaupt hier für Collagen sind. Man sieht auf jeden Fall nichts, kann man so nah rangehen, wie man will. Und wir haben jetzt auch keine dadurch verloren, muss man sagen, ne? Da kommen noch mal welche, aber nur einer. Okay. Jetzt hier. Okay, das ist ausnahmsweise mein Gebäude, das ist anscheinend Uranmine, die nicht ganz geschützt ist. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Das hier hinschicken. Wir sind ja offensichtlich hier an dem Gebäude dran. Was passiert denn jetzt? Angehalten. Was passiert jetzt? Bin ja gespannt. Boom. Okay. Also wir können sie schon verjagen, so ist es nicht. War sonst noch irgendwo? Angriff? Nee, ne? Hier ist irgendwie so ein Sandsturm, deswegen gibt es hier unten weniger Energie gerade. Ansonsten sehe ich jetzt keine weiteren. I have yet to understand what happened here. Kräfte? Were we attacked by a hostile force on Mars? Ja, das wird mir auch noch nicht so ganz klar. Der Druck ist schon auf 145 Millibar, ne? Das ist schon sehr gut. I am not sure. How could there be any hostile forces on this planet? Eigentlich gar nicht. Something about this does not add up. I need to investigate carefully. This requires an answer. Schon wieder feindselige Kräfte. Hier alle her hier. Wow, über 40. Kommen alle hier oben her, ne? Irgendwie hier aus diesem Cluster. Das ist der SA-1 Cluster, aus dem die kommen. So, aber ich würde mal sagen, wir sind auch schon wieder am Ende der 30 Minuten. Es ist schon wieder viel passiert, ne? Also es bleibt hier gar nichts. Es bleibt keine Folge ohne Spannung. Es ist wirklich extrem spannend, finde ich auch. Und ja, wir sind in einer sehr, sehr interessanten Situation gerade. Wir haben schon unfassbar viel aufgebaut, versuchen gerade das Binnenverhältnis noch etwas besser in den Griff zu bekommen, weil die
Nachfrage irgendwie nach Nahrung extrem ist und wir es gerade nicht hinbekommen, genug Nahrung zu produzieren. Und man fragt sich natürlich schon an der Stelle, warum nicht. Also unbedingt die Produktion noch mehr ankurbeln, weil das ist alles zu wenig. Zu wenig. So, wenn noch irgendwo Nahrung, das nicht auf Vollgas steht. Es gibt nur ein Gas, nämlich Vollgas bei Nahrung. Das ist so. Nö, ne? Eigentlich nicht wirklich. Hier ist noch Gas und hier auch. Hier auch. 3, da oben links 4 haben wir gemacht und hier fehlt noch eine. Ne, da wird gerade transportiert. So. Okay, ja, an der Stelle erst einmal wieder ein kurzer Break. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Es geht spannend weiter. Kriegen wir das mit der Nahrung in den Griff? Das wird entscheidend sein. Bis zum nächsten Teil. Euer Kendrico, ciao, ciao.